Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Portaltag am 26. Januar 2021. Diese Portaltage kommen von Maya-Kalender und es ist ein uraltes und präzises Kalendersystem. In einem solchen Tag richtet sich unserem Planet Erde Richtung Plejaden. Das ist ein feinstoffliches Energiefeld und wir sind mit Plejaden in Verbindung. Dieses feinstoffliche Energiefeld können wir vorteilhaft nutzen, unserem Energiefeld verbessern oder zum Heilung. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Das bedeutet Frequenzen, Schwingungen. Wir befinden uns gerade in letzter, also im 20. Welle und der heutige Tag, 26. Januar, ist der 11. Tag in diesem 20. Welle. Diese Zahl 11 ist Meisterzahl. Jetzt können wir etwas meistern in unserem Leben. Der heutige Tag steht in Verbindung zum Etznab und das bedeutet übersetzt Spiegel. Heute bekommen wir etwas gespiegelt und wir sollten in diesem Spiegel schauen. Dieses Spiegelbild kann auch unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin auch sein. Bei diesem heutigen Spiegelenergie geht es nicht nur um diese Spiegelung, sondern wir sollten die beiden Seiten die Münzen anschauen, untersuchen etwas und so bekommen wir Klarheit. Etznab hilft uns dabei, diese Schleier entfernen, damit wir etwas klar und deutlich sehen und erkennen. In diesem Portaltag biete ich auch ein Ritual an und das beginnt um 23 Uhr. Wie immer könnt ihr in diesem Ritual teilnehmen. Meine E-Mail-Adresse ist ritual@denderasusannamedici.com. Mein Honorar als Energieausgleich beträgt 10 Euro. Dieses Ritual ist dafür da, dass dieser Seelenpartner oder bei Männern die Seelenpartnerin uns anschaut, dass hier etwas wir als Spiegel erhalten. Wenn das gespiegelt ist, dann sind wir im gleichen Augenhöhe und das schafft auch die inneren Gleichgewicht. Was noch wichtig ist bei diesem Ritual, wenn etwas unklar erscheint in eurem Leben, wie wenn das benebelt wäre, dann entfernen wir diese Schleier und dann könnt ihr etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Dann habt ihr dieses klares Blick dafür. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr wissen wollt, wie ist dieser Maya-Kalender, welche Tagesenergie wir haben, das veröffentliche ich täglich in meiner Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.